Servus, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Hunt Showdown. Mit dabei nur der Knallkopf Nummer 1 und es war mal wieder ein Naked Run. Den haben wir in letzter Zeit öfters gemacht, beziehungsweise generell. Wenn wir anfangen mit zu streamen, machen wir immer ein paar Naked Run Runden. Ja, und der war tatsächlich mal wieder etwas Besonderes oder mehr actionlastiger. Weil normalerweise, oder wenn man Pech hat, ist es so, dass man in der Regel einmal erschossen wird und das war's dann. Da man oft in ein Gefecht reinkommt, was auf Distanz geht, im offenen Feld. Und da hat man keine Chance im Naked Run. Tja, diesmal war es etwas anders. Doch, wie ist es ausgegangen? Seht selbst. Das muss sein. Ich stell da gar nichts um. Gehen wir jetzt hin. C und A. Boah. Oder nach Nichols, dann zum Wagen. Ach, ich bin für C und A. Hab auch's gut. In dem Haus. Oder wir gehen in den Innenhof. Drei auf einmal. Jetzt habe ich 3 Marken, ich bräuchte einen Wagen. Ich habe eine. Ich spreng den mal weg, oder? Ich brauche ihn nicht mehr. Und er hat nichts fallen lassen. Ja, natürlich nicht. Doch, stimmt gar nicht. Schade, hey, das konnte ich von hier nicht sehen. Das hättest du vorher gebraucht. Zumindest wäre es vorteilhaft gewesen. Das ist für Naked war natürlich geil. Mhm. Umschlag. Ist schon genommen worden. Ja, hattest du vielleicht recht. So was kann ich sagen. Egal, schön. Ach was. Ja, da sind sie wohl hingelaufen. So, jetzt müssen wir leise sein. Wir haben ja eh Schatten. Weil wir haben beide keinen Silent Killer. Wir könnten einen Vogel reinschicken. Frau hat drinnen Schaden bekommen. Ich würde reinstürmen, oder? Dann wissen sie am wenigsten, dass wir da sind. Ach so, ja. Okay, jetzt hören sie es. Aha, eine Sparks-Schalldämpfer. So ein lautes Knack macht nur die. Oh, rechts. Ah, Hilfe! Oben am Dach. Aber mich hat er nicht gehört, natürlich hier drin. Sie hat Schaden bekommen hier drin. Oh, eine Shotgun, ey. Der ist runtergefallen. Ich komm zu dir. Ich geh links rum. Ja, da. Komm zu mir. Ja. Nimm die Waffen. Eine habe ich. Nimm du die andere. Mhm. Heil mich schnell. Ist das ein Solo? Das könnte es möglich sein. Kannst du den anzünden? Ja, Feuerkäfer. Dann geh ich weg. Ich habe deine Axt jetzt. Willst du die wieder? Nö. Der erste Schlag habe ich natürlich mal wieder versemmelt. Hast du gerade verbannt, weil der Blitz ist zu dir? Ach nee, der gehört zu denen. Der Blitz ist gerade daher, was? Der gehört zu denen. Ja, gut zu know. Bringt bloß nichts, weil er jetzt wieder runterbrennt, oder? Ja. Sind oben. Meckst du da jetzt rein, oder was?
Ich überlege, ich warte, bis sie rauskommen und ihm helfen wollen. Also die sind hier über mir irgendwo. Ich schätze direkt über mir. Das war ich. Da wo vergittert ist. Aber wenn die da jetzt so beschäftigt sind, kann ich ja hinter sneaken. Soll ich kommen? Hm. Oh. Im Nordwesten kommt, glaube ich, auch noch ein neues Team. Demnächst, aber am Pferd. So meinst du. Ist auf dich oder was? Ja. Der war hier außen. Da wo ich rein bin. Da! Oh. Wäre ich mal nicht hin. Muss ich langsam mal wiederholen. Vorsichtig. Vorsichtig ist mein zweiter Name. Mhm. Der sitzt in diesem Bohrraum da. Hey, vielleicht kannst du hier drunter und mich nekronen. Geh rechts rum. Wie weit bin ich? Geh rechts rum. Da komme ich doch bis dahinter. 29, 28, geht gleich. 25, jetzt. Aber der ist direkt über mir, warte mal noch. Bis der rein sneakt. Jetzt, er? Ja. Ja, genau. Die Armbrust ist er. Okay, er hat wohl einen. Nein! Merci. Ich werf mal Bienen rein. Bin da. Mann, Wechselhals. Mann, was soll das? Also. Ich glaube, der ist jetzt alleine da drin. Nee. Natürlich meine. Hier draußen? Der ist hier draußen. Bin tot. Ist auch tot. Er ist auch. Da ist aber noch jemand. Du hast doch Nico, oder? Rechts. Du holst mich so schnell. Ja. Ich hol dich von hier oben. Ja. Sag mal, hä? What the fuck? Ich hol dich gleich. Mhm. Was hat denn der gemacht? Der hat überhaupt nicht aufgepasst. Nicht. Das war ein MMA-1er, schätze ich mal. Kannst du mir nicht holen? Das war wichtiger. Achso, ja. Stimmt auch wieder. Ich glaube, da ist noch jemand, hä? Ja. Mal wieder. Ja. Der ist außerhalb. Irgendwo hier unten. Ja, auf der Veranda. Welche? Die untere. Ah. Ach, der ist jetzt ist er drin. Ich bin rausgehüpft. Hat jemand Übrigens ist Roger hier ums Eck. Naja.
Ich könnte mir mal schnell die Trophäe holen, ha? Hast du gerade gecheckt? Ja, ich hab geguckt, aber... Ah, okay. Nee, Schattensicht. Ja, ja, aber ich könnte mal schnell schauen. Also mit der Trophäe meine ich. Wo ist denn der jetzt? Da. Da ist er. Hab ihn. Sauber. Das ist der, der niemand mehr da. Mal wieder, ja. So, wo ist jetzt die andere Trophäe? Ach, er hat sie. Ja, pass auf ihn auf. Moment, der ist safe solo. Ja, jetzt so. Gut. Ich könnte aber auch zu den anderen gehören. Naja, ich glaube, dass der solo ist. Meinst du? Ziemlich sicher. Ich habe oben Feuer gesehen. Mhm. Ich würde den einfach ausbrennen. Ja. Bewachst du ihn? Ja. Hast du was Gutes, um ihn zu killen? Eine Schlagung hast du ausgezogen. Ja, gut. Ah, geht so. Aber das ist schon reichen. Na gut, wenn sobald er aufsteht, kann ich einen draufzimmern und dann nochmal nachsetzen. Ja, Feuer. Ja. Voll, voll. Gut. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ach Gott, wenigstens hat man so dann den Erfolg zu verbuchen. Welchen? Naja, alle Trophäen. Jetzt gehen wir noch zum Wagen. Ach so, ja. Oben. Von dem hat es sich wenigstens gelohnt, ja. Jo. Jetzt habe ich 4 Marken. Ab 3. Warte mal kurz. Aha, das Team da drin wurde von dem anderen Team aufgemischt, drum. Mhm. Und der dritte, den du draußen gekillt hast, das ist ja dieser Biplex. Genau. Naja, der, der mich gekillt hat, hat 1 Million Kopfgeld. Ist schon echt. Ja, sowas. Da haben wir mal voll abgeräumt. Im Endeffekt auch das Maximum, was man rausholen kann. Schließlich haben wir wenig Einsatz gebracht, also keine Waffen dabei und dergleichen. Nun, bei dem oberen, der einfach erschossen wurde, also in der Schattensicht war, der war keine mehr Einser. Mir ist es hinterher aufgefallen, als ich die Folge gesehen habe. Der wird wahrscheinlich versucht haben, sich mit Schlange die Trophäe zu schlängeln. Da hat er wohl nicht damit gerechnet, dass jemand die Treppe raufkommt. Nun ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Adios.